Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 3. In der letzten Folge haben wir es so ein bisschen langsam angegangen. Und zwar sind wir erstmal angekommen, haben uns erstmal kurz in die Wohnung angeschaut und dann sind wir auch gleich zum Park hingefahren, um ein paar Leute kennenzulernen. Wir haben jetzt diesen einen besonderen Typen kennengelernt, der nochmal heißt Giuseppe Menke. Menke, also Giuseppe, es ist schon richtig schöner. Das hört sich so französisch an, ne? Das ist Giuseppe. 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 Naja, so. Ich werde das mal ganz kurz mit meiner Katze. Oh ne, die schläft gerade, halt, ne? Ja, die schläft. Okay. Ich werde mich jetzt auch mal aufs Bett hinhauen und werde jetzt mal ein bisschen vorspulen, weil das jetzt sowieso nichts bringt. Okay, wir konnten ein bisschen mit unserem Chef reden. Also unsere Laune ist perfekt. Chefsache ist auch gerade so ganz gut und ja, ich bin gespannt, wie das jetzt noch wird. Also sagen wir es mal so. Ich habe mich schon darauf vorbereitet, eine Dingsanlage hier zu besorgen, falls ein Typ uns angreifen möchte. Ich habe schon drauf geachtet. Und ich dachte, in der letzten Aufnahme, also ersten Aufnahme von die Sims, dachte ich, warum juckelt oder, ja, ich sage mal, juckelt oder läuft die Aufnahme nicht flüssig. Dachte ich so, ach du Heilige. Ich muss jetzt noch, auch mal hier kurz gucken. Ich glaube, die habe ich ein bisschen geändert. Ich muss mal ganz kurz schauen. Bin gleich wieder da. So, hier bin ich wieder. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt mal ein bisschen was bei den Einstellungen geändert, dass irgendwie die Framerate irgendwie ein bisschen besser läuft. Ich bin mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall auf jeden Fall habe ich irgendwas jetzt verändert, weil ich halt gedacht habe, dass meine Aufnahme halt ein bisschen rumleckt. Aber das lag daran, dass ich meine Datei, die ich dann halt mittendrin abgespielt habe, konversiert habe. Also ich nehme ja MKV auf und nicht MP4, weil MKV ist ja halt eine Datei, wenn jetzt zum Beispiel mein Computer abstürzt, dass dann trotzdem die Datei da bleibt, was ganz gut ist. Und ein bester Freund von mir hat halt für mich eine Datei gemacht, da muss ich das halt nur so reinwischen oder so und dann macht er das automatisch zu einer MP4-Datei, damit ich halt Videos bearbeiten generell auch ja hochladen kann. Aber ich glaube, das geht auch mit der MKV-Datei. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall geht das so oder so. Ja, jetzt sind wir hier. Ich werde jetzt mal ein bisschen weiter vorspulen, weil ich habe jetzt sonst jetzt nichts Besseres zu tun. Was willst du denn hier machen? Oh, ja, das ist normal. Das ist Sims 3. Style-Karriere einschlagen. Ah, ich sehe dich bei was anderem, weil du ja halt auch so ein Stubenhocker bist, ne? Ja, Pizza bestellen, ja! Leute, was ist denn mit euch los? Wir haben doch kein Geld. Dass die Sims dann gleich immer wieder so denken, oh, ich möchte Geld, 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 Geld ausgeben. Du spinnst. Oh! Ah! Das habe ich total vergessen. Oh, sorry. Ich habe vergessen, eine Wandtapete für ihn einzurichten hier. Ist das was für dich? Nee. Oh Gott, das wollte ich nicht. Möchte mich jetzt hier auch nicht so doll aufhalten. Ich mache erstmal eine weiße Wand und gut ist. Oh, nicht genug Geld. Oh, jetzt musst du halt so leben. Tut mir leid. So, Hunger. Haben wir irgendwas drin? Nö. Ja, dann Sabrina, dann mach dich mal hier auf den Weg und mach dir Waffles. Machst du jetzt Waffles? Nee, der geht nur hin und nervt sie. Oh, ey! Was machst du da? Maya! Ausschimpfen. Abenteuer, das siehst du in einer Schüssel spielen.
Warte mal, möchte ich sie jetzt loben? Ausschimpfen. Genau, ausschimpfen. Darauf spielen und hyperaktiv sein. Also im einen und ganzen ist es, glaube ich, schon gut, dass die hyperaktiv sind, aber wenn sie jetzt da drauf ist und auf der Schüssel da rumspielt, dann ist es auch nicht so schön. So. Es ist immer was Gutes, Trinken dabei zu haben. So, du kannst noch nicht jagen, dann bringen wir es dir jetzt mal lieber bei. Zuneigung. Oh, wieso spielst du jetzt mit ihr, Jagen, ey. Du sollst Jagen beibringen. Ja, ich komme sofort. Oh Gott, bei meinem ersten Arbeitstag möchte ich jetzt nicht zu spät kommen. Ach, super, perfekt. Okay, lass sein, lass sein, lass sein. Fahr jetzt zur Arbeit. Ich glaube, Kochen ist nichts mit dir. Ich glaube, Kochen lässt du mal lieber sein. Und lassen mal, den... Ich möchte nicht drauf gucken. Moritz. Die Moritz. Ja! Die Moritz lassen wir mal kochen. Ja, das wird noch lustig. Bringst du ihnen das jetzt bei? Du sollst ihn nicht streicheln. Du sollst ihn Jagen beibringen. Ausschimpfen. Nochmal? Auf Moritz sitzen. Hyperaktiv sein Jagen. Loben? Ja. Halsband. Pflege spielen. Ne, Jagen. Zuneigung. Streicheln. Wieso kann ich ihn nicht Jagen beibringen? Bürsten. Ja, nee. Oh, was denn? Ach so. Ey! Warum sind die immer so fies? Ich hab dir nichts getan. Oh mein Gott, ich kann die nicht bezahlen. Ich kann die nicht bezahlen, verdammt. Ja, danke schön. Danke schön, dass sie gerade meinen Briefkasten angerüpst haben. Da ist eine tolle Botschaft drin, auf jeden Fall. Aber dass ich jetzt schon Geld bezahlen muss, obwohl ich erst nur einen Tag hier bin. Das ist so typisch Sims 3. Ja, okay, wenn du jetzt Hunger hast, dann... Nein, 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 nein. Du nimmst dir keinen Teller. Du kannst meinetwegen Müsli essen oder sonst irgendwas. Das ist viel besser als diesen Rotz, den sie gerade gemacht hat. Ich brauche einen Mülleimer. Ach, egal, ich mache das draußen hier. So, perfekt. Ich ändere das jetzt mal. I'm sorry, also das ist... Das sieht nicht schön aus. So. Viel besser. Ja, viel besser. Vielleicht kann ich hier noch hier irgendwas hinmachen oder so. So einen kleinen Vordergarten oder sonst irgendwas. Ich werde das erstmal hier rauflegen, wenn ich das mal machen darf. Oder einfach auf den Boden schmeißen, genau. Oder hier, ja, genau. So. Ah, da liegt was für mich. Ich kann es nicht bezahlen. Gut gesehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird was. Hat's dir geschmeckt? Ach, wie schön. So, dann können wir ja was mit dir machen. Wir können erstmal gucken, was es überhaupt so in der Zeitung gibt. Es ist immer ganz gut, was in der Zeitung zu gucken. Oh, Kurse. Ja, mach mal einen Kurs. Vielleicht finden wir irgendwas. Oder vielleicht ein paar Coupons ausschneiden hier. Oh, das hat sich verfangen hier. Aber der Fernseher muss jetzt auch nicht 24/7 laufen, ne? Das muss auch jetzt nicht sein. Ja, super. Kannst auch gleich hinstopfen. Ein paar Mal auf Toilette gegangen. Ey, was habe ich denn für ein Glück heute? Das ist ja echt super. Oh, magst keinen Fernseher? Mir egal. Nee, nee, nee. Ich kann ihn ja ausschalten. Oh, besser. Viel besser. Mach das mal ein bisschen runter hier. Und? Ist was drin? Ist wieder Bella Grusel drin, ne? Obwohl sie ein kleines Kind ist.
Schmiere der Pausenbrot und spitze deine Stifte. Es wird Zeit für den Angelunterricht. Ah, Angelunterricht, da sehe ich ihn nicht so. Ich sehe ihn so, wenn dann generell so ein Klempner. Weil ich glaube, der ist halt schon so ein kleines Herzensbrecher-Typ, würde ich jetzt sagen. Also er ist ja halt auch ja, ein Draufgänger, Autofreak. Ein guter Küsser und eine Nachteule. Also ich glaube, das schreit schon nach eigentlich ein Herzensbrecher, aber das wollte ich ihnen halt nicht geben, weil ich glaube, das ist für eine andere Rolle ganz gut. Ne? Also so im Teenager-Jahren war Moritz halt so einer, der ein Rebell war. Ne? Er war ein Rebell. Jetzt hat er das Bedürfnis nicht mehr, weil er jetzt halt erwachsen geworden ist und sich darauf jetzt vorbereiten muss, ist nicht mehr zu tun. Deswegen hat er halt noch so paar Merkmale von früher, die er nicht loswerden konnte. Zum Beispiel, dass er halt ein sehr guter Küsser ist oder ein Draufgänger war. Aber Rebell hat er halt jetzt darauf abgelassen und ist was zum Guten geworden. Genau, so ist die Story. So, ich möchte halt jetzt kein Stubenhocker sein oder wie die meisten sagen, im Haus gefesselt. Wir fahren einfach mal jetzt. Fahren wir hin? Oh, das wollte ich nicht. Wo kann man denn hier hinfahren? Also, im Großen und Ganzen gibt es halt nicht so viel bei Sunset Valley, ne? Sunset Valley? Ist es da? Warte mal, Sunset Valley? Sind wir hier Sunset Valley? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Sunset Valley. Ist das Sunset Valley? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das mit Sims 3 oder Sims 4 verwechsel. Ja. Ja. Hat jetzt super gut geklappt. Genau, da sagt die Flasche sogar schon was. Also wir fahren jetzt zum Elixierladen. Können ja mal ein bisschen gucken, was da abgeht. Ich werde mir da nichts kaufen, weil das alles viel zu teuer da ist. Ich glaube, wir könnten halt was mal von der Bohne probieren, aber ich bin mir halt jetzt auch nicht so sicher, weil ich hatte das halt auch mal so gehabt, dass dann mein Sim gleich gestorben ist. Ich kann ja mal. Nee, ich speichere nicht. Oder ich mache das, wenn ich halt mal zum Beispiel jetzt schon ein Kind habe. Das. Oh! Stefferson. Steffen? Nee, Sebastian, ne? Sebastian? Christopher. Christopher Steele. Ah, ja, du bist ein Dings geworden. Super. Eigentlich wollte ich dich gerne haben, weil du generell auch keine Familie hast, sonst irgendwas. Und ja, jetzt bist du eine Fee und wirst lange leben. Oh. Egal. So, auf jeden Fall werde ich denn wahrscheinlich hier denn wieder herkommen, wenn dann zwei Gören oder sonst irgendwas habe. Dann kann ich halt gerne mal so ein Gelee-Bonbon essen. Oh, dir geht's gar nicht gut. Dir geht's gar nicht gut. Was hast du denn? Bevorstehender Zwischenfall. Irgendwann im Universum scheint Verkehr zu laufen. Irgendwas scheint im blablabla Verkehr zu laufen und Sabrina ist aufgewühlt. Sie muss tief durchatmen oder professionelle Hilfe? Zum Rat ans. Nee. Was hast du denn? Nur weil du labil wahrscheinlich bist, ne? Ist aber auch nicht schön. Bezahl erstmal die Rechnung. Und dann kannst du dich ja mit deiner Katze ein bisschen austoben, mal auf andere Gedanken kommen und dann wird das schon was. Aber was ich mal gerne machen möchte, ist das hier. Hier sind ja auch noch ein paar Sachen, die man halt, wenn er mitnehmen kann. Okay, man muss die halt ein bisschen neu einrichten, aber wir können da mal ein bisschen hier durchgrübeln. Vielleicht werde ich halt mit Moritz auch ein Wissenschaftler, aka Schrottassistent, aka
Deine. Nee, nee, irgendwas, weiß ich nicht. Also, ich muss noch gucken, was ich ihnen so geben kann. Also, bei Sabrina war es relativ einfach, was für sie zu finden, aber bei Moritz ist es halt immer noch so rebellisch, Draufgänger. Und dann würde ich schon sagen, dass er halt was mit Schrott und dem Ganzen zu tun haben soll. Finde ich, weil das gut zu ihm passt. Also wir müssen halt noch eine Werkbank in den Ferien besorgen, weil ich sehe ihn, glaube ich, schon da so ein bisschen drinne. Ja, aber die Werkbank kostet halt auch Geld, ne? Das einzige Komische war halt, ich konnte einige Sachen nicht benutzen für die Kinder, was ich gedacht habe, dass das eigentlich für Kinder gemacht ist. Aber eine Werkbank konnte benutzt werden, ne? Ich hatte Drillinge gehabt, ne? Die eine war blond, die andere war schwarzhaarig und das alles drum und dran. So richtig rebellisch und das alles so drum und dran. Deswegen so, ja, Handwerkerin wird sie, alles super, Rockstar. Da hatte ich keinen Bock mehr zu spielen. Das wird halt sowieso auch nochmal ein bisschen lustig, weil ich bin wirklich nicht weit gekommen, einen Senior zu spielen. Ich weiß nicht, ich habe das letztes Mal habe ich das nur geschafft, so. Ich glaube wirklich, dass ich über 50 Parts, dass die dann immer noch erwachsen sind, weil ich habe das bei Sims 4 so mitbekommen. Ich habe ja auch mal Sims 4 aufgenommen. Oh, also die Videos sind halt auf meinem Hauptkanal, aber halt privat jetzt schon gestellt. Ja, dass es irgendwie so ist, dass die noch bis Part 60 oder sonst irgendwas noch erwachsen waren. Und das wären auf jeden Fall sehr viele Parts. So, konntest du dich jetzt ein bisschen klar Schiff machen oder streicheln, reden, genau. Loben für freundlich auf Sabrina sitzen. Genau, mach das mal. Maya bürsten. Ich glaube, das hilft denn, wenn ich die Gedanken oder die Wünsche erfülle, dass sie denn Spaß hat. Ich möchte sie bürsten, ne? Ja, genau, bürsten, Pflege, bürsten, da ist es. Gut. Oh. Ach, Kiwes. Jetzt stinkst du ganz bestimmt. Ja, du hast Hunger. Natürlich hast du Hunger. Oh, mit Sabrina müssen wir uns auch mal ein bisschen anfreunden. Ich glaube, das wird sowieso ein bisschen schwer, die Beziehung aufzuhalten, weil anzuhalten. Weil ich glaube, das wird wieder so ein ganzes Durcheinander oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich werde halt auch das so machen, dass die Aufnahme sieht ein bisschen dunkel aus, ne? Aber ich glaube, das scheint nur so zu sein. Was ich sagen wollte ist, ich glaube, ich werde diese Generation nicht berühmt machen. Also natürlich können halt Stars auftauchen, wie man möchte, aber ich glaube, diese Generation werde ich nicht berühmt machen. Ja, das steht schon mal fest. So, ist das jetzt hier erledigt? Ach ja, 18 Uhr, dann gehen wir mal hier hin, ne? Ja, besuchen. Und was kannst du noch Schönes machen? Ja, du isst Müsli, das ist auch ganz gut. Und dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten mit unserem Chef, damit wir uns ein bisschen einschleimen können. Und plaudern. Das hilft manchmal auch ganz gut, weil unsere Laune war jetzt halt nicht so toll. Oh Gott. Oh, wegen Labidi. Nein! Oh Gott, ich glaube, das war nicht ganz. Ich glaube, das war nicht so gut, dieses Merkmal zu nehmen. Ja, okay. Aber ich hoffe, es gibt auch gute Tage, wo das nicht passiert.
Okay, du kannst jetzt aufhören. Haben wir jetzt ein paar Sachen? Oh ja, 74 Sachen, das reicht auf jeden Fall. Können wir uns noch die Zeitung angucken? Irgendwas gucken? Wochengeschehen, Tiere, bla bla bla. Lesen, ich lese mal nochmal. Genau, setz dich mal dahin, wo sie gerade eine Reportage macht. Oh, Journalist. Journalist können wir auch werden. Kaffeebotin. Oh, sie besorgt den Kaffee. Ach, wir werden das noch schaffen. Guck mal, wir haben schon ein bisschen geschafft. Das wird auch, glaube ich, ganz gut laufen. Ja. So. Ja, es geht auf jeden Fall voran. Oh, was ist denn mit deinem Handy? Tunerb. Warte mal, ich muss mal kurz in die Einstellungen rein. Eigentlich habe ich alles hoch. Ja, eigentlich habe ich alles hochgestellt. Was steht denn da? Ach, wenn ich jetzt so nah rangehe, dann ist alles in Ordnung, ne? Ach, es ist jetzt detailreicher, oder wie ist das jetzt? Weil wo ich die Sims für mich bearbeitet habe, da waren die Klamotten so verpixelt, auch das Gesicht war so verpixelt. Hab eigentlich schon alles hochgestuft und ja, hat nicht geklappt. Im Großen und Ganzen. Ich hoffe, das ist nur ein einfaches Wassergetränk, ne? Ja, ich glaube, das war nur einfaches. Ja, genau. Willst du dich betrinken? Hä? Willst du dich betrinken? Ja. Ja. Oh Gott. Ja, super. Er will sich echt betrinken. Was trinkst du da jetzt? Saft. Okay, ja, das geht ja noch. So, Leute. Das war's dann jetzt mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Du müsstest eigentlich schon längst zu Hause sein, weil du ein Kind bist und gerade Hausaufgaben machst. Und hinterlasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Kommentieren. Gerne kommentieren, wie ihr das so alles noch findet. Und ja, bis dahin sag ich denn, bye bye.